Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Es ist mal wieder Zeit für ein veganes Food Diary. Das erste Food Diary in diesem Jahr. Wieder mit meinen beiden Jungs und diesmal auch mit der Oma der Jungs, meiner Mama. Die war jetzt am Wochenende zu Besuch und da habe ich an zwei Tagen, Samstag und Sonntag, unser Essen mitgefilmt. Meine Mama ernährt sich omnivor, also isst alles, sie verfolgt kein bestimmtes Ernährungskonzept und hat meine Umstellung auf vegetarisch und vegan damals als Jugendliche bzw. junge Erwachsene ganz hautnah mitbekommen, hat mich aber nie unter Druck gesetzt, hat mich einfach machen lassen und mich auch dabei unterstützt und hat auch ganz viel damals probiert, was ich vegetarisch oder vegan gekocht habe und war da immer mit meine beste Kritikerin und hat das auch immer ganz gut angenommen. Und sie hat diesmal auch gesagt, also wenn ich komme, dann will ich mal genauso essen wie ihr. Sie hat sich da manchmal noch Brötchen mitgebracht oder Kuchen oder hat sich noch mal irgendwas in einem Supermarkt gekauft und hat gesagt, also diesmal esse ich mal wirklich alles mit und ich will früh auch mal kein Brötchen essen oder nicht zu früh frühstücken. Ich will wirklich auch erst später essen, so wie ihr. Und das hat mich natürlich sehr gefreut und ihr werdet auch manchmal meine Mama hören, wenn sie irgendwas zu einem Essen sagt, da frage ich sie mal was und dann einfach mal ihre Meinung abgeben. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem Food Diary. Samstagvormittag, es ist gegen 11 Uhr. Meine Jungs starten am Wochenende spät mit der Nahrungsaufnahme, egal ob flüssig oder fest, weil sie einfach am Wochenende länger schlafen. Für meine Jungs gibt es jetzt erstmal Presslinge, für den Silas 6 Chlorella-Presslinge und für den Simon auch 6 Chlorella-Presslinge und noch 3 Moringa-Presslinge. Wir verwenden die Moringa-Presslinge von Lebenskraft pur und die Chlorella-Presslinge von der Algenfarm in Klötze. Auch Chlorella-Presslinge aus Klötze gibt es bei Lebenskraft pur. Ihr findet den Link zu diesen beiden grünen Superfoods unter diesem Video. Gegen 11.30 Uhr geht es für meine Jungs flüssig weiter. Es gibt Obstsmoothies von True Fruits. Für meinen Jüngsten die gelbe Variante, bestehend aus Orange, Apfel, Banane, Mango und Maracuja und für meinen Ältesten die pinkfarbene Variante bestehend aus Apfel, Guanabana, Banane und pinke Drachenfrucht. Gegen 12 trinke ich einen Kurkuma-Ingwer-Shot bestehend aus frisch gepresstem Orangensaft, frisch gepresstem Zitronensaft und gepresstem Ingwer und gepressten Kurkuma-Wurzeln und dazu gibt es etwas Pfeffer, um die Wirkung des Kurkumas zu erhöhen. Circa eine Stunde später gibt es die erste feste Mahlzeit für meine Jungs, für meinen Ältesten, für meinen 14-Jährigen gibt es eine große Portion frische Granatapfelkerne und für meinen Jüngsten gibt es Roggenbaguette-Scheiben, die habe ich geröstet und mit Rohmilchbutter bestrichen. Nach den Granatapfelkernen gibt es für meinen Ältesten noch einen Teller mit Gemüse, Paprika, Möhren, Gurken, noch ein bisschen Grünzeug, Postelein, Feldsalat, Macadamia-Nüsse und seinen herzhaften Lieblingssnack, der besteht aus jungem Kokosnussfleisch. Das wird in Sojasauce mariniert, noch zusammen mit ein paar Gewürzen und Knoblauch und dann gedörrt. Es ist gegen 13.30 Uhr. Für mich gibt es in den nächsten 1 bis 2 Stunden frisch gepresste Säfte. Hier links im Glas seht ihr ca. 300 Milliliter Stangenselleriesaft, dann hier in dieser Flasche ca. 350 ml Gurkensaft und hier in dieser kleineren Flasche ca. 200 ml Granatapfelsaft. Gegen 16.30 Uhr. Die Oma aus dem Erzgebirge ist gerade für ein paar Tage zu Besuch und für meine Jungs und die Oma gibt es jetzt selbstgebackenen Schokokuchen. Der ist glutenfrei. Da hatte ich letztes Jahr auch ein Video dazu veröffentlicht. Das verlinke ich oben in den Infokarten. Diesen Kuchen habe ich noch mit ein bisschen gemahlenen Birkenzucker bestreut. Meinem Ältesten und der Oma hat der Kuchen so gut geschmeckt, da gibt es für beide noch eine Portion, noch eine Scheibe Schokokuchen. Das ist die Abendmahlzeit meiner Jungs. Heute gibt es Dinkelspirelli. Für meinen Ältesten gibt es dazu ein Bärlauch-Tomatenpesto. Das gibt es bei uns im Bioladen. Das ist sogar unpasteurisiert und hat Rohkostqualität. Dazu gibt es für beide einen veganen Parmesan von Happy Cheese, der ist auf Basis von Cashewnüssen hergestellt. Für Silas gibt es noch eine kleine Portion Tomatensoße, das ist so eine Bio-Kinder-Tomatensoße, die möchte er aber nicht über seine Nudeln. Er mag immer frei entscheiden, welche Nudeln er mit Tomatensoße isst und welche nicht. Also er nutzt
diese Tomatensoße, so ähnlich wie man Pommes mit Ketchup isst. Manchmal tunkt er ein paar Nudeln in die Soße und manchmal isst er die Nudeln dann einfach nur mit Käse. Für die Oma gibt es auch Dinkelspirelli und sie hat beide Varianten mit Tomatensoße und mit Pesto und natürlich auch mit dem veganen Parmesan. Für mich gibt es eine flüssige Abendmahlzeit in Form eines frisch gepressten Saftes. Dieser Saft besteht aus Rotbete, Äpfeln und Spinat. Es ist Sonntag gegen 11 Uhr. Für meine Jungs gibt es als erstes eine kleine Portion grüner Saftkomplex von Lebenskraft pur. Dann gibt es für den Jüngsten wieder Chlorella-Presslinge und für meinen Ältesten auch Chlorella-Presslinge und ein paar Moringa-Presslinge. Und für die Oma gibt es eine kleine Portion Äpfel. Ich möchte auch in diesem Food Diary ausdrücklich darauf hinweisen, dass das nicht irgendwelche Pillen für meine Jungs sind, sondern das sind Lebensmittel, einfach in Form von Pressling. Chlorella ist ja eine Mikroalge und Moringa ist auch eine Pflanze, die sehr nährstoffreich ist, also ein Pflanzengrün. Als nächstes gibt es selbstgemachten Fruchtshake für meine Jungs und für die Oma. Für die Oma, meinen Ältesten, eine große Portion. Dieser Fruchtshake besteht aus reifen Bananen, gefrorenen Himbeeren, gefrorenen Wildheidelbeeren, ein paar Datteln. Dann ist dabei selbstgemachtes Hagebuttenpulver, etwas Vanille, etwas Lukuma-Pulver und Zesten von Zitrone und Limette und Wasser. Das Ganze schön zu einer homogenen Masse gemixt. Und für den Jüngsten, für den Silas, da gibt es eine kleine Portion Fruchtshake. Und wie hat dir der Fruchtshake geschmeckt? War sehr lecker. Also das hat mir sehr gut geschmeckt. Könnte das für dich ein Getreidefrühstück ersetzen, statt Brot, Brötchen? Auf alle Fälle. Könntest du dir vorstellen, so ein Fruchtshake? Ja, auf alle Fälle, kann ich mir vorstellen. Hast du das Gefühl, du bist gut gesättigt? Ja, und war wirklich richtig gut. Circa eine Stunde nach dem Fruchtshake gibt es für die Oma und meine beiden Jungs geröstetes Roggenbaguette in Scheiben geschnitten und selbstgemachten Schokoaufstrich, bestehend aus Haselnussmus, Kakaopulver, Dattelsirup und Vanille. Dazu hatte ich auch schon ein Video veröffentlicht, das verlinke ich euch oben in den Infokarten bzw. unter diesem Video. Für mich gibt es heute als erste flüssige Mahlzeit ca. 350 Grassaft. Und dieser Grassaft besteht aus Wasser und ca. 3-4 Teelöffeln Grassaftpulver. Und dieses Grassaftpulver besteht aus Kamut und Gerste. Den Link zu meinem liebsten grünen Pulver findet ihr unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Für mich gibt es jetzt ca. 400 ml frisch gepressten Stangenselleriesaft. Jetzt am Nachmittag gibt es wieder den veganen glutenfreien Schokokuchen für meine Jungs und die Oma. Der Kuchen, der hatte ja gestern auch schon geschmeckt, oder? Ja, und ich freue mich auf das nächste Stück. Du hast gesagt, der ist so schön schokoladig, auch genau. Feucht, ne? Nicht zu trocken. Und, Alter, schmeckt mir richtig gut. Und ich meine, du arbeitest ja auch bei einem Bäcker. Ich meine, du hast ja natürlich auch ein bisschen Vergleich. Und da kann halt durchaus mithalten, der Kuchen, auch wenn er vegan und glutenfrei ist. Auf alle Fälle. Und ich habe hier noch gefüllte Datteln gemacht. Hast du das schon mal die gegessen? Die sehen auch lecker aus. Kannst du dich erinnern? Das ist so mit veganem Frischkäse. Die habe ich schon mal auch vor ganz, ganz vielen Jahren, als ich noch Vegetarier war, habe ich die mit normalem Frischkäse gefüllt. Und die sind jetzt hier mit Cashew-Frischkäse. Und dann ist noch Vanille dabei und Cayenne-Pfeffer. Also ein bisschen Vanille, leicht scharf und dann das Süße. Das sind verschiedene Dattelsorten. Und das sind ja Datteln von Palmyra. Da hatte ich kürzlich auch ein Video gemacht. Palmyra hat ganz tolle Dattelsorten. Da gibt es auch für Erstbesteller einen 15% Rabatt. Und den Gutschein dafür, den Gutscheincode dafür, verlinke ich euch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar und auch einen Link zu Palmyra. So, meine Mama hat jetzt diese gefüllten Datteln mit Frischkäse gegessen und ist sehr, sehr, sehr begeistert. Und dann hat sie sich erinnert, dass ich früher auch immer die mit Pistazien gemacht habe. Ich habe noch zwei in einem Vorratsglas gehabt und jetzt darfst du gern die Pistazien-Dattel probieren. Mit diesen. Genau. Und? Kannst du dich erinnern? Ja. Und die Datteln sind auch genial. Also die besten Datteln von Palmyra sind die Sukari Soft Datteln. Also die sind so genial. So karamellig, so ein bisschen wie Milchbonbon. Und eignen sich natürlich auch ganz und die sind gut so, für diese Füllung. Nicht so zäh, so zäh, ne? So zäh, so. Lassen sich gut kauen, ne? Okay, dann lasst es euch mal gut schmecken. Gegen 16.45 Uhr gibt es für mich ca. 600 ml frisch gepressten Granatapfelsaft. Das ist die Abendmahlzeit von meinen Jungs und der Oma. Für die Oma und meinen Ältesten, den Simon, gibt es jeweils einen Rohkostteller, da ist das gleiche drauf. Da hätten wir hier
wieder die herzhaften Kokossticks, Möhren, Pekannüsse, die habe ich über ein paar Stunden eingeweicht, dann im Dürrgerät wieder gedörrt. Die sind jetzt so aktiviert und leichter verdaulich. Die habe ich gerade aus dem Dürrgerät genommen. Gurke, Paprika und Postelein und Feldsalat. Dann gibt es eine gekochte Mahlzeit für den Silas, für den Jüngsten gibt es nur Wildreis. Und im Wildreis befindet sich noch ein bisschen Salzsohle, Hefeflocken und Kokosöl. Und für meinen Ältesten und die Oma gibt es eine kleinere Portion Wildreis, dazu eine große Portion Wirsing-Möhrengemüse, also gekocht, so eine Gemüsepfanne noch mit Zwiebeln und Knoblauch und gefrorenen Gartenkräutern. Und dazu gibt es jeweils noch so einen veganen Gemüsestern. Gemüsesterne, die kaufen wir im Bioladen. Das ist eine Überraschung, jedes Mal, wenn ich vor den Teller stehe und ich freue mich schon, wenn ich es dann essen darf. Kannst du dich an das Wirsing-Möhrengemüse erinnern? Das habe ich schon vor 20 Jahren gekocht. Ja, das hast du mir auch mal gekocht, ja, aber als ich für meine Bioprüfung gelernt habe. Kann ich mich nicht mehr so dran erinnern, aber ich freue mich, wenn ich es dann, wenn ich es koste. Wir haben das damals mit Reis, also mit Basmati oder Vollkornreis gegessen. Also es ist wirklich auch schon ein altes Rezept, genauso wie den Linsengulasch. Den kennst du aber, ne? Den kenne ich und der schmeckt ja so gut. Genau, und heute gibt es erstmal diese bunte Vielfalt für euch. Kann ich es jetzt endlich nehmen? Ja. Ihr seid so süß, Beine. Für mich gibt es jetzt zwei frisch gepresste Säfte. Einmal einen Mono-Gurkensaft, also einfach nur frisch gepresster Gurkensaft. Und in dem anderen Glas befindet sich ein Saft aus Möhren, Petersilie und Palmkohl, also Schwarzkohl. Ihr habt ja gemerkt, ich habe mich an diesem Wochenende eher flüssig ernährt. Ihr habt meine frisch gepressten Säfte gesehen und frisch gepresste Säfte sind ja auch Nahrung, aber eben in flüssiger Form. Ich habe ja auch am Anfang des Videos gesagt, das ist ein veganes Food Diary. Mir ist jetzt wieder eingefallen, dass mein Jüngster ja auch einmal Rohmilchbutter gegessen hat. Also ein fast veganes Food Diary, schön bunt, vielfältig und gesund. Ich verlinke euch die grünen Pulver und Presslinge, die ihr in diesem Video gesehen habt, unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Auch meine Gläser und Glasstrohhalme, die ich für meine frisch gepressten Säfte verwende, verlinke ich euch unter diesem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Food Diary gefallen und inspiriert. Lasst mir gerne eure Gedanken und Meinungen zu diesem Food Diary unter diesem Video als Kommentar. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald, ihr Lieben.